Situation, dass auch hier in Brandenburg zwei Parteien antreten, die spalten wollen. Eine Partei öffentlich gemacht hat, gerade auch bei mir nahe meiner Heimatstadt Potsdam, dass sie nicht nur spalten möchte, sondern dass sie Menschen aus Deutschland deportieren möchte. Und deswegen geht es bei dieser Landtagswahl eben auch um mehr. Baerbock im antidemokratischen Modus unterwegs. Dass die immer noch dieses Deportationsmärchen verbreiten, ist eine Frechheit. Das Landgericht Hamburg hat in diesem Fall längst entschieden, dass Korrektiv hier Fake News verbreitet. 4,7% haben die Grünen laut aktuellen Umfragen in Brandenburg. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Es geht darum, dass diejenigen eine Mehrheit haben, eine Regierung bilden können, die auf dem Boden des Grundgesetzes mit beiden Füßen stehen. Ihr wisst, welche katastrophale Fehlbesetzung von Außenministerin ich dabei meine. Können Sie den Namen mal aussprechen?